Herzlich willkommen im Kitchen Club, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich hier ein absolutes Lieblingsrezept. Wir sind wieder in Italien, wir sind bei Pasta, wir sind bei Nudelgerichten und wir sind bei italienischem Soulfood, Spaghetti al Carbonara. Carbonara heißt eigentlich nach Köhlerart, weil man sagt, dass es früher vielleicht Köhler waren, die in den Apenninen, in den Bergen sich Röhrennudeln mit Speck gekocht haben. Aber der Geschichte nach ist es wahrscheinlich eher so, dass es ein Nachkriegsgericht ist, dass die amerikanischen Besetzer Roms damals eben Bacon mitgebracht haben und dann aus Ei oder Eipulver in Kombination mit dem Bacon dieses Nudelgericht entstanden ist. Wir machen es einfach, wir lieben es und jetzt geht's los. Das Schöne an Carbonara ist, es ist ein einfaches Gericht. Man braucht nicht viel, aber wie es so immer so ist, gerade in der italienischen Küche, das Bessere ist des guten Feind und es geht um gute Zutaten. Was wir brauchen, ist ein Guanciale. Den haben wir hier. Schaut mal hier. Ein luftgetrockneter, nicht geräucherter, leicht gesalzener Schinken aus der Schweinebacke oder aus dem Nacken und sieht doch fantastisch aus, oder? Dann haben wir dazu Pecorino, ein Hartkäse aus Schafsmilch, ein Schafskäse, ursprünglich aus dem Latium, also aus der Gegend um Rom herum, mittlerweile aus 4 anerkannten DOP ausgezeichneten Regionen, aus Sardinien, aus der Toskana und ein Käse, der aus Schafsmilch besteht. Dann brauchen wir natürlich eine Pasta, ja, klassischerweise mit Spaghetti gemacht. Es gibt auch natürlich Abwandlungen mit Rigatoni, Fusilli, anderen Pastasorten, aber da einfach das nehmen, was euch Spaß macht. Dann brauchen wir ein Bio-Ei und dann habe ich jetzt so 2 Zutaten dabei, da kann man sich drüber streiten, finde ich aber immer gut, Schalotten und Knoblauch. Bisschen Weißwein kommt bei mir auch rein, jetzt vielleicht auch nicht ganz original, aber ihr werdet gleich sehen, warum das Ganze Sinn macht. Und jetzt geht's los. Wir fangen an mit dem Nudeln kochen. Spaghetti ab ins Wasser. Wichtig ist, dass das Nudelwasser kocht. Wichtig ist auch, dass wir das Nudelwasser salzen. Schön ein bisschen Meersalz rein und dann ab mit den Nudeln ins Wasser. Hier habe ich eine recht teure Nudelsorte gekauft. Und zwar Spaghetti durch die Bronzematrize. Mit den Matrizen hat es Folgendes auf sich. Mit diesen Bronzematrizen wird diese Nudeloberfläche einfach noch ein bisschen stärker aufgeraut. Und man sagt, dass dann die Nudel einfach mehr Soße aufnimmt. Ja, kann man sich auch so ein bisschen drüber streiten, aber wir sehen das. Eine tolle Nudel, hier leicht aufgeraut, toll verarbeitet. Die bricht auch nicht so schnell und jetzt ab ins Wasser damit. Für unsere Soße brauchen wir jetzt unseren Guanciale. Wie gesagt, ein luftgetrockneter, nicht geräucherter Schinken aus Schweinebacke, Guancia, die Backe, oder eben aus dem Nacken. Und den schneide ich jetzt einfach schön in feine Würfel und das ist ein absolut tolles Produkt. Es gibt natürlich auch Rezepte mit normalem Speck und das geht auch alles, ist alles gut, aber dieser Guanciale, der macht einfach dieses besondere Aroma. Den lassen wir einfach schön in der Pfanne aus. Hier habe ich schon mal ein bisschen vorgeheizt und wir brauchen kein zusätzliches Fett, da ihr seht es, der Guanciale natürlich schon jede Menge Fett mit sich bringt. Und das ist auch der Trick, dass man diesen Guanciale in seinem eigenen Fett praktisch auslässt. Und ich sag's euch, es gibt nichts Schöneres, wenn dieser Guanciale plötzlich anfängt, so ein bisschen aufzupoppen, crunchy zu werden. Und dann gibt es diese kleinen, fluffy, crunchy Sprouts, die so richtig schön Spaß machen. Jetzt komm mal ran. Jetzt sehen wir diesen Moment, wo es immer mehr ausknuspert, immer krosser wird. Und genau das ist, was wir haben wollen. Sehr, sehr viel eigenes Fett. Aber das zusammen mit dem Nudelwasser gibt eben eine richtig schöne Emulsion, die wir nachher auch für die Soße brauchen. Ich stelle runter und jetzt tue ich etwas, was in klassischen traditionellen Rezepten nicht steht, aber ich gebe noch ein paar Schalottenwürfel dazu. So, und dann habe ich eben noch diese kleinen Kollegen hier. Auch die stehen in keinem traditionellen Rezept, aber Knoblauch ist für mich einfach ich liebe es einfach und es soll nicht vorschmecken, es soll gar nicht im Vordergrund sein, aber im Hintergrund soll es den Geschmack einfach rund machen. Deshalb gebe ich so ein ganz bisschen was dazu. 2-3 kleine Scheiben. Wiederum ganz fein geschnitten, nur unterstützend, nicht vordergründig. So, jetzt schauen wir mal, ob unsere Nudel fertig ist. Die soll al dente sein. Kleine Minute brauchst du noch. In der Zeit können wir schon mal ein bisschen Pecorino reiben. Pecorino gibt es mittlerweile natürlich auch in abgewandelten Formen, also auch mit Kuhmilch. Das hier ist Pecorino Romana, also der ursprüngliche Pecorino, der aus der Gegend um Rom herum kommt und ja, DOP, geschützte Bezeichnung. Aus Schafsmilch und natürlich kann man die Carbonara auch mit einem Parmesan machen, mit einem anderen Hartkäse, überhaupt kein Problem, aber das ist das Originale. So, zu guter Letzt, bevor wir unsere Nudeln dazugeben, brauchen wir noch Eier.
Da am besten natürlich Bio-Eier und ja, man kann voll einnehmen oder eben auch nur das Eigelb. Ich werde so ein bisschen beides machen. So, jetzt kommt etwas, was sicherlich auch eher untypisch ist, aber von mir kommt ein ganz kleiner Schluck Weißwein hier dran. Ich liebe einfach Säure, ja, einfach so ein bisschen einen Säurespiegel in meinem Pasta-Gericht. Auch nicht original, aber ich mache immer mein eigenes Ding. Dann geben wir jetzt die Nudeln dazu und lassen das Ganze emulgieren. Ich gebe direkt noch ein bisschen Nudelwasser mit dazu, lasse es nochmal richtig schön aufkochen. Und jetzt sehen wir, wie sich Nudelwasser und Fett verbindet und sich so eine Emulsion ergibt. Da die Nudel noch nicht ganz fertig gekocht ist, gibt sie jetzt eben auch nochmal Stärke ab in die Soße. Jetzt schnappen wir uns unsere Eier, nochmal ein bisschen verquirlen und dann gehe ich runter mit der Temperatur. Denn was wir jetzt machen, ist im Grunde genommen eine Legierung. Das heißt, wir binden diese Emulsion, die hier entstanden ist, mit dem Eigelb zusammen. Jetzt ist es nur noch so ganz leicht am Simmern, nicht mehr wirklich am Kochen. Das ist aber genau richtig, weil jetzt gebe ich das Eigelb dazu und binde meine Soße. Zu guter Letzt gebe ich dann nochmal den Pecorino dazu und auch mit dem bestimme ich jetzt nochmal den Grad der Soße, wie dick sie ist und habe hier jetzt eine richtig schöne, schlotzige Pecorino-Eimasse. So, und kurz vor dem Anrichten kommt noch eine Sache dazu und das ist gemahlener schwarzer Pfeffer. Das ist, wie ich es mag. Wir haben eine schöne gelbe Farbe durch das Ei. Vielleicht am Ende noch mal ein bisschen schwarzen Pfeffer drüber. Und dann ist das ein sehr schnell gemachtes Gericht, wo man ein bisschen auf den Punkt arbeiten muss. Aber Spaghetti Carbonara, so stelle ich sie mir vor. Und ja, was bleibt jetzt noch? Ich probiere. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine Carbonara, schön cremig, ohne Sahne, reichhaltig, Guanciale, Pecorino. Und das sieht doch schon schön aus, wenn man das hier hochhebt. Richtig schön schlotzig. Probieren, genießen. Das ist Carbonara, meine Lieben. Das ist das perfekte Gericht, um in die kalte Jahreszeit zu starten jetzt. Wenn es draußen kalt ist, wenn die Gesichter der Menschen eingefroren sind, dann ist es Zeit, die Seelen aufzuwärmen. Und damit könnt ihr das machen. Und ich stelle das jetzt mal hier hin und ich erinnere mich an einen Song aus den 80ern. Wenn ihr mal kochen solltet für eure Liebste oder für euren Liebsten, dann fehlt eigentlich nur noch. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bella Donna, ich lade dich jetzt zum Essen ein. Mangiare, tu capito? Assi spumante wird es nicht grad sein. Aber dafür gibt es wieder einmal Carbonara. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ragazzi. Amore. Jetzt kommt gleich Giovanni vorbei.